Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, wollen wir sehen, wie mein Kollege Dave in einem Tag 1000 Euro mit Blackjack passiert, gewonnen hat? Ja, oder? Glücksspiel gibt es auch Personen, die. Boah, Dave, Digga, mach mich doch direkt taubstumm, Alter, wirklich. Junge, hasse ich das, Alter. Dave, Mann. Versuchen sich ihren Gewinn zu erscammen. Erst scammen. Voll krass, dass Dave dafür extra eingebrochen ist für ein Haus für diese Szene. Angefangen bei einfachen Kartentricks, irgendwelchen Kabeln, um Automaten zu hacken oder das Fälschen von Casino-Chips. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und es wurde unendlich oft versucht. Abseits aber vom einfachen Scammen gibt es auch immer wieder Ansätze, das Casino auszutricksen, ohne dabei Regeln oder Gesetze zu brechen. Genau Aha. das hat mich mega interessiert und deshalb. Dave macht jetzt doch nicht einen auf Karten zählen. Das kann der doch gar nicht. Ah, wobei Dave ist so ein Smarthead. Wollte ich wissen, ist es möglich, im Casino immer zu gewinnen? Da können wir ganz kurz Montana Black und Knossi fragen. Nein, ist es nicht. Ich kann euch die Antwort hier sagen. Nein, man kann nicht immer gewinnen. Wow, ziemlich episches Intro, nur um euch jetzt direkt zu sagen, dass es niemals eine Möglichkeit geben wird, mit der ihr 100% gegen das Casino gewinnt. Und so ein Ding. Das macht auch komplett Sinn. Das Casino existiert eben einfach, damit die Betreiber Geld verdienen. Das ist wie wenn Justin ein T-Shirt verkaufen würde, an dem er 5 Euro Verlust macht. Das würde der ziemlich schnell wahrscheinlich wieder aus dem Sortiment rausnehmen. Willst du mir gerade sagen, dass Justin mit Peso Geld verdient und dass Casinos das nicht machen, weil die Wohltäter sind? Dave, du stößt gerade 4000 Leute vor den Kopf. Dave, das kann nicht sein. Ich dachte immer, Justin macht das einfach. Ich dachte, Justin ist ein Wohltäter. Ich dachte wirklich, Justin ist ein Wohltäter. Und der verkauft seine Sachen für uns. Ach, Digga, also. Casinos sind dafür da, damit die Betreiber Geld verdienen für nichts anderes. Es geht dabei nicht um Chancengleichheit. Jetzt kaufe ich kein Peso mehr, ja. Gleichheit für Spieler und Dealer. Es geht darum, dass die Casinos Geld verdienen. Und falls irgendjemand doch irgendwann eine Möglichkeit finden sollte, bei irgendeinem Spiel absolute Überhand über das Casino zu haben, könnt ihr euch sicher sein, dass dieses Spiel nicht mehr lange im Casino vorhanden sein wird. Aber worum genau dreht sich dann eigentlich dieses Video? Obwohl mir schon absolut bewusst war, dass es keine Möglichkeit gibt, mit der man 100% gegen das Casino gewinnt. Dave, kannst du mal irgendwas an deiner Bitrate ändern? Also irgendwie, die Kamera ist hier nicht. Habe ich mich gefragt, ob es nicht mathematisch Ja, doch, jetzt geht's. möglich ist, möglichst nah an die 100% ranzukommen und so quasi das Risiko zu minimieren. Also habe ich Okay. Google angeschmissen und angefangen zu suchen. Die ersten Sachen, die ich gefunden habe, waren auch super interessant, aber nicht möglich für mich umzusetzen in kurzer Zeit. Zum Beispiel Kartenzählen im Blackjack. Ja, Hierbei geht okay. es, wie im Film 21 eindrucksvoll demonstriert, darum, Karten vorherzusagen. Grob funktioniert das System. Dave, dein Video wird trotzdem Copyright geclaimed bekommen haben, weil der Algorithmus trotzdem erkannt haben wird. Ich lasse es kurz laufen und wir hören nur zu. So, dass man das ganze Spiel beobachtet und darauf wartet, bis nur noch einzelne Karten aus dem Deck gespielt werden können. Da ein Kartendeck immer aus derselben Wertung und Anzahl von Karten besteht, kann man zum Ende hin ziemlich genau sagen, welche Karten sich jetzt noch im Deck befinden und so hervorsagen, welche Karten man zieht. Das System wurde 1961 von einem US-amerikanischen Mathematiker Ja. namens Edward Thorpe entwickelt und wird seitdem benutzt. Die Spielbanken haben natürlich was dagegen und haben angefangen, mehr Kartenpakete zu benutzen, die Kartenspiele nicht bis zum Ende auszuspielen oder die Leute Aber es ist einfach trotzdem direkt aus ihrer ein Spielbank zu Stück verweisen. weit noch Außerdem habe ich möglich. jemanden gefunden, der eine Taktik namens Kesselgucken entwickelt hat, bei dem er den Tisch so genau liest und guckt, wo der Croupier den Ball in den Ach, Roulette-Tisch reinwirft, krass. dass er vorhersagen kann, in was für einer Spanne Rot, ach so. der Ball landen wird. Okay. Okay, schön und gut, aber das sind alles keine Crazy. Sachen, die ich jetzt auf die Schnelle lernen kann und vor allem kann ich davon nichts im Online-Casino anwenden. Also habe ich weitergesucht. Und irgendwann bin ich dann aufs Martingale-System gestoßen. Hier Jetzt ist interessant. Dabei verdoppelt man seinen Einsatz immer, wenn man verliert. Fängt man also mit einem Euro an, wird. Das habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich auch schon mal gehört tatsächlich. Das ist aber, glaube ich, nur für einige Glücksspiele möglich, nicht für alle. Würde man beim Verlieren 2 Euro setzen müssen. Wenn man dann wieder verliert, 4 Euro, dann 8, dann 16, dann 32 und so weiter. Sobald ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Sobald man dann wieder eine Runde gewinnt, hat man seinen Einsatz verdoppelt. Ja. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an. Vielleicht ist euch aber schon aufgefallen, dass dadurch die Einsätze immer exponentiell steigen. Das bedeutet, bei 15 Fehlversuchen müsste man 16.384 Euro setzen, um seinen 1 Euro wieder zurückzubekommen.
zurückzubekommen. Mhm. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass die 14 Versuche zuvor auch schon 16.383 Euro gekostet haben. Plus da aber auch wieder die 50%ige Wahrscheinlichkeit, es gewonnen zu haben. Also insgesamt wäre man irgendwo bei über 32.000 Euro, um 15 Versuche zu machen. Also habe ich angefangen hin und her zu rechnen und habe eine Sicherheit von 755 Euro eingezahlt. Mhm. Damit kann ich bei einem Startbetrag von 1 Euro und exponentieller Steigerung bei Verlust 9 Versuche machen. Okay. Das ergibt im Roulette, wenn man immer auf dieselbe Farbe tippt, bei 9 Versuchen eine Wahrscheinlichkeit von 0,175% sein Geld zu verlieren, mhm, oder in anderen Worten eine Wahrscheinlichkeit von 99,825% sein Geld mit 9 Versuchen wieder zu gewinnen. Klar, dann hat man aber keinen Gewinn, ja, ja. Selbst das ist eine Zahl, bei der ich niemandem raten würde, das jemals zu machen, aber ich mache das für euch, damit ihr das nicht machen müsst. Und weil er halt spielsüchtig ist, weil ich Dave kenne. Habe diese knapp 1000 Euro eingezahlt und dann angefangen, okay, zu zocken. Interesting. Ich hoffe sehr, dass meine Eltern das hier nicht sehen. Rein in die Masse wie eine fucking Freiwildgiraffe. Rot und ungerade. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ja, nice. Es geht los. Ich könnte jetzt das Experiment beenden und ich hätte Plus gemacht. Ja. Aber das lohnt sich natürlich nicht, Dave. Wir müssen aber natürlich weiterspielen. Wir haben angefangen mit 755 Dollar. Jetzt nehme ich mir 48 Stunden Zeit und schaue, wo wir dabei rauskommen. Und so ging dann das große Zocken los. Und ich muss ehrlich sagen, es war komplett langweilig. Ich habe mich halt komplett, okay, an diese Strategie gehalten. Und das bedeutet, ich habe die nächsten Stunden einfach nur immer wieder dieselben Sachen geklickt und gewartet. Es war wirklich richtig langweilig. Ich bin jetzt eine Stunde drin. Ich habe eine Stunde Podcast gehört und, mhm, mich genau an diese Anleitung gehalten. Am Anfang sah es ein bisschen kritisch aus und wir sind irgendwie bis zu 50 Euro runter. Oh. Und jetzt bin ich tatsächlich 70 Euro im Plus. Okay. Auf der einen Seite ist es natürlich mega geil, weil ich 70 Euro... Aber ihr müsst halt mal überlegen, halt 70 Euro im Plus für einen Einsatz von 750 Euro. Keine Ahnung, ob das so rentabel ist, das stelle ich jetzt einfach an der Stelle mal in Frage. Von einer Stunde verdient habe, davon bin ich auf YouTube meilenweit entfernt. Auf der anderen Seite ist es aber unendlich scheiße, weil ich eben genau das nicht zeigen wollte. Ja. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt Geld verzocke. Weil ich überhaupt keine Ahnung vom Blackjack habe, habe ich mir dann die mathematischen Statistiken zu Blackjack-Händen rausgesucht. Das bedeutet, wenn ich eine 8 und eine 7 hatte und... 70 Euro pro Stunde ist doch top, da fuck. Das ist ein sehr gutes, das ist sehr, sehr gut. Aber das Risiko, diese 70 Euro plus den gesamt eingesetzten Betrag zu verlieren, ist halt auch hoch, ne? Der Dealer, eine Queen, wurde mir genau angezeigt, was ich tun soll. Und das für jede einzelne mögliche Hand. Das ist so ein riesiges Register und da habe ich mich 100% dran gehalten und dann eben angefangen, Blackjack zu spielen. Mhm. Und auch hier lief es nicht anders als im Roulette. Es war zwar nicht super aufregend, aber es hat tatsächlich funktioniert und ich habe mich Stück für Stück weiter hocharbeiten können. Was man aber nicht vergessen darf, ich habe eine Sicherheit von fast 1000 Euro eingezahlt, um 1 Euro, krass, einzusetzen. Also der maximale Gewinn, den ich erzielen konnte, war 1 Euro für 1000 Euro Sicherheit. Das ist ein Verhältnis, das ist jenseits von Gut und Böse, crazy, aber es hat leider funktioniert. Und genau jetzt wird's gefährlich. Es ist 19.50 Uhr mittlerweile. Ich bin seit 4 Stunden oder so auf dieser Online-Casino-Seite und es läuft blendend. Ich habe jetzt nochmal 80 Euro. Deutsche Knossi. Mit Blackjack verdient und genau jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man aufhören müsste, weil es hat gut funktioniert und jetzt wird man übermütig und will mehr einsetzen. Ja, das ist halt immer der Punkt beim Glücksspiel, Alter. Das ist immer der Punkt beim Glücksspiel. Hört doch einfach auf. Also fangt gar nicht erst an. Also ich meine, dieses LOL, es ist genau 19.50 Uhr jetzt. Oh mein Gott, das ist gruselig, das ist gruselig. Wirklich so eine Minute innegehalten. Im Real Life würde ich jetzt rausgehen. Wir machen das aber jetzt fürs Video. Wir haben jetzt ein bisschen Spielgeld. Deswegen gehe ich jetzt auf 5 Euro pro Spiel, mhm, und schaue, was dabei passiert. Und es ist genau gekommen, wie es kommen musste. Ich habe eine Hand mit 5 Euro gespielt. Es funktioniert nicht. Ich muss die Einsätze verdoppeln in der Strategie, immer wenn ich verliere. Klar. Und jetzt spiele ich eine 80 Euro Blackjack-Hand. Boah, Junge. Digga, es ist so dumm, es ist so dumm. Okay, es ist wirklich schrecklich. Auch das mit den 5 Euro hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten jetzt doch funktioniert. Ich habe jetzt innerhalb von 15 Minuten nochmal 80 Euro mehr gemacht. Also wir Glücksspiel sind jetzt ist einfach 200 Euro im Plus. Das macht einen Stundenlohn von 50 Euro bisher. Das kann man aber so nicht pauschalisieren, Bro, das weißt du ja auch. Das Risiko dabei ist ja immer noch gegeben, ne? Ja, es ist wirklich die größte Scheiße und es ist komplett sass, aber ich bin 349 Euro und ein paar Cent im Plus.
Vor allem die Blackjack-Strategie hat sich extrem gut bewährt und es funktioniert die ganze Zeit am laufenden Band. Und krass. Ich gehe immer ein paar Euro runter und dann aber wieder ein bisschen mehr hoch. Ich habe aber jetzt wirklich das Gefühl, dass ich viel, viel, viel zu tief drin bin. Ich denke an gar nichts anderes mehr und gucke die ganze Zeit. Das ist halt der Reiz. Das ist halt der Reiz. Das ist halt das Problem. Heute. Wenn man halt die Gewinne erstmal einfährt, dann kickt es halt wirklich rein, ne? Und mach morgen weiter und dann mal schauen. Los, wurde gerade einen wichtigen Link im Chat geteilt. Glücksspiel kann süchtig machen, bzga.de. Für meinen Bank-Account wäre das schon ganz okay. Okay, ihr habt's gehört. Ich beende Tag 1 mit 349 Euro im Plus. Und ich verlasse das Büro nicht mit super tollen Glücksgefühlen, ja, sondern mit sehr gemischten Gefühlen. Richtig, ich genau, nachvollziehbar. Ich wollte ein Video machen, in dem ich zeige, dass es keine Möglichkeit gibt, das Casino auszutricksen und dass das der Grund ist, warum man niemals anfangen sollte, egal welche Art zu spielen. Ja, hört's euch an. Das fällt schwer, das dann zu verargumentieren, wenn es bei einem scheinbar in dem Moment dann doch funktioniert. Also, aber das ist wichtig, was er hier sagt. Das ist nur eine Momentaufnahme und das ist nicht übertragbar auf das generelle Casino-Spielen. Das ist überhaupt nicht übertragbar, ne? Egal, wie das jetzt hier ausgeht, ob ich gewinne oder ob ich groß verliere, es ist keine Option, sein Geld zu machen, ja, indem man Casino spielt. Richtig. Es gibt diese Option nicht. Im Casino verliert man auf lange Sicht sein Geld jedes Mal, sonst gäbe es dieses Konzept nicht. Bitte versteht das. Und bitte versteht auch, dass ich nichts anderes zeigen möchte. Und Tag Nummer 2 des Experimentes, ist es möglich, mit Mathematik das Casino immer zu besiegen? Auch am zweiten Tag ändert sich nichts. Ich spiele genauso weiter, wie ich angefangen habe. Blackjack mit 5 Euro Einsatz nach Statistiken und dem Martingale-System. Ich halte mich 100% daran und spiele circa 4 Stunden. Der zweite Tag ist beendet. Ich habe mir ein Limit gesetzt. Wenn ich mein Geld verdoppeln würde oder ich eben bei Null wäre, würde ich aufhören. Das ist jetzt der Fall. Ich habe mein Geld mehr als verdoppelt. Tatsächlich ist es am Ende nochmal richtig kritisch geworden und ich musste 320 Euro setzen, um meinen Verlust wieder gut zu machen. Tatsächlich hatte ich dann dabei enormes Glück und habe direkt einen Blackjack bekommen, was bedeutet, man bekommt den 2,5-fachen Betrag ausgezahlt. Krass. Dadurch habe ich auch deutlich mehr als das Doppelte verdient. Wir haben angefangen mit Roulette, dann weitergemacht mit Blackjack und jetzt haben wir tatsächlich 1593 Euro und 96 Cent auf dem Konto. Es macht bei einem Einsatz von 755 Euro 883 Euro und 96 Cent Reingewinn. Das ist wirklich unglaublich. Wir hatten mehrmals Situationen, wo wir ganz knapp davor waren, dass unsere Sicherheit nicht gereicht hätte, um das nächste Mal quasi unser negatives Spiel auszubaden. Es hat aber alles funktioniert. Meine Nerven sind am Ende. Ich will mich gar nicht weiter damit beschäftigen. Ich zahle das sofort aus und wichtig, ich hole alles das Video raus. Ich will damit nichts mehr. Da könnt ihr Hilfe bekommen. Ihr das Video jetzt hat, es gibt Stellen, wo euch geholfen werden kann. Bitte nehmt das nicht als Regel. Casino ist langfristig immer für euch schädlich, wird große finanzielle Einbußen für euch heißen, weil ihr auch nicht bei einem Spiel bleibt und die meisten Spieler kein System haben. Selbst mit System ist es nicht gesagt, dass es immer funktioniert. Und zudem, meine Freunde, ist die Umgebung des Glücksspiels nicht unbedingt das sauberste Geschäftsfeld und ihr müsst euch immer bitte vor Augen halten, wen und was ihr damit unterstützt.